Ja, Bita Schaffinär hat Iranistik in Hamburg studiert. Sie arbeitet als freie Journalistin für den NDR, den WDR und den Deutschlandfunk unter anderem. Sie schreibt auch für überregionale Tageszeitungen und schreibt jetzt eben auch Bücher. Die Gebrauchsanweisung ist ja so eine Art Reiseführer, aber kein typischer Reiseführer. Also man erfährt jetzt nicht, in welches Hotel sollte ich am besten fahren oder welche Autoroute sollte ich nehmen, sondern man erfährt was über die Iraner, ich nehme die so ein bisschen auch auf die Schippe, so ein bisschen mit Pfiff geschrieben. Und man erfährt viel über die Menschen dort, wie die dort leben, was das Typische für Iran ist. Aber auch, wie ich zum Beispiel mit dem Zug durch Iran fahren kann oder auch mit dem Auto. Also mein Mann und ich sind ja auch mit dem Auto von Braunschweig nach Teheran gefahren. Auch das erfährt man in diesem Buch. Eine Reise nach Iran beginnt meist in der Hauptstadt Teheran, der pulsierende Metropole am Fuße des Elbusgebirges. Die Stadt ist jung, agil, aufgeschlossen und ziemlich westlich geprägt. Vom Islam merkt man hier auf den ersten Blick nicht viel, anders als beispielsweise in Istanbul, wo an jeder Straßenecke der Ruf eines Muezzin von einem Minarett ertönt. Die Frauen sind nicht schwarz verhüllt, alles andere als das. Sie sind bunt gekleidet, modisch mit schönen Handtaschen, wundervoll geschminkten Gesichtern, auf dem Kopf ein kleines, farblich passendes Kopftuch, das die Haare vielleicht zur Hälfte bedeckt. Sie sind gebildet und attraktiv, aber auch eitel und versessen auf Statussymbole. Nasenoperationen sind besonders prestigeträchtig. Junge Iranerinnen stellen gern ihre neu modellierten Gesichtszüge zur Schau und etliche Frauen tragen die weißen Pflaster deshalb noch lange nach dem Eingriff. Also mein Buch Gebrauchsanweisung für Iran ist für mich ein ganz besonderes Buch, weil ich dem Leser vermitteln möchte, dass Iran anders ist. Und ich hoffe, dass die Menschen, die mein Buch lesen, dass die Lust verspüren, in den Iran zu fahren oder zu fliegen oder ob mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flugzeug. Es lohnt sich auf jeden Fall und ich hoffe, dass ich die inspirieren kann. Und es ist auch wichtig für Iran, dass Touristen dieses Land bereisen, weil es eben die wirtschaftliche Lage sehr desolat ist. Und Tourismus ist ein Hoffnungsschimmer, die Iraner haben. Und sie müssen noch einiges tun. Auch es gibt zu wenig Hotels. Und ich hoffe, dass durch mein Buch eben die Leute animiert werden. Das wäre vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Wenn ich in Iran mit meiner Frau reisen sollte, wäre das dann möglich, also dass man auch mal irgendwie so Hand in Hand geht, weil das passiert dann ja quasi mal. Ja. Doch. Das dürfen sie, ja. Das machen die Iranerinnen und Iraner auch. Man sieht sie auch in den Parks Hand in Hand gehen und ja, ist kein Problem. Danke. Eine politische Frage. Man konnte ja den Nachrichten entnehmen, dass die amerikanische Politik gegenüber dem Iran sich komplett verändert hat. Welche Auswirkungen hat das auf das Leben auf der Straße? Jetzt ganz aktuell, was ganz Trump, aktuell. Ja, wir waren ja gerade im Oktober da und die Leute sind müde geworden, die sind hoffnungsloser. Vor 2 Jahren war ja noch so eine Aufbruchstimmung, als es hieß, dass viele also Deutsche auch wieder Geschäfte machen wollen. Es gab Delegationsreisen, ich habe selbst eine mitgemacht mit Olaf Lies damals noch und da war eine Aufbruchstimmung und das ist leider jetzt getrübt durch die Sanktionen, die Trump wiederum verhängt hat und leider ist die Währung um die Hälfte gesunken. Die junge Bevölkerung hofft inständig auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen, auf Reformen und neue Perspektiven für die Zukunft. Die Stimmung im Land lässt sich vielleicht als eine Mischung aus Sehnsucht und Optimismus beschreiben, typisch iranisch, dem Leben zugewandt. Es wäre tragisch, wenn die Welt diese Zuwendung zurückwiese,
Der Tourismus ist ein wesentlicher Faktor auf dem Weg zur wirtschaftlichen Erholung und zu einem liberalen Gemeinwesen. Mit anderen Worten, buchen Sie gleich morgen einen Flug nach Iran.